Leute, Leute, das kommt ja schon rüber, als wenn ich hier dauerbreit bin. Natürlich nicht. Ich finde es einfach eine zusätzliche Herausforderung, wenn man sich hier noch die Kante gibt und versucht, dann hier so ein Spiel über die Bühne zu bringen. Man soll es natürlich nicht übertreiben. Man sollte immer noch Herr seiner Sinne sein und wissen, was man redet. So, jetzt sind hier überall Rampen. Das ist natürlich sehr lustig. Aber auch gefährlich. So, okay. Leute. Ui, ui, ui. Ja komm, tank schon, tank schon, tank schon. Blödes Auto, warum tankst du nicht? Da könnte ich mich schon wieder aufregen. Oder? Was war das denn? Ich dachte, wäre eine Rampe. Ist aber keine. Hätte sein können. Hey, what do you make? Oh no! I'm game over! I'm game over! No! Ich bin kaputt! Ich bin game over gegangen! Sag mal, Freunde! Rivale. Okay, nehmen wir den Blaumann wieder hier. Ach, schade, ich bin game over. Hier wäre noch Silence 2 gekommen und Sandstorm 2. Die spielen wir jetzt einfach hier Practice Mode. Ist jetzt eigentlich egal, ob ich jetzt im Grand Prix spiele oder gegen einen Gegner. Practice Mode. Da bin ich jetzt enttäuscht. Silence ist nicht einfach. Das ist im Original schon nicht gerade einfach, aber hier... Ja, durch eigene Blödheit, weil ich über die Rampe gefahren bin, hier eben, hat's mich zerbröselt schon wieder. Uiuiui. Ui, ui. Das ist doch nicht schön. Das ist doch... Das ist nicht einfach. Es gibt auf YouTube auch welche, die haben das wirklich im Expertenmodus bravourös gelöst. Das ganze Spiel durchgespielt im Expertenmodus. Respekt, aber das sind dann auch wahrscheinlich Leute, die sitzen wirklich den ganzen Tag davor. Die haben das wahrscheinlich 10 Wochen geübt. Bei 8 Stunden am Tag und das ist mir dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Ah, das war jetzt schön grazil. Guckt euch das an. Ja, das war jetzt weniger. Deswegen, ich will euch die restlichen Strecken, die jetzt im Grand Prix auch noch vorgekommen werden, nicht vorenthalten. Deswegen spielen wir sie jetzt hier im Practice Mode. Hätte sie natürlich auch lieber im Grand Prix Mode gemacht, aber egal. Vielleicht spiele ich es noch einmal irgendwann, wie gesagt. Oh mein Gott. Danke für den Anschubser. So. 3 laps left. 3 Runden links. Where's the church? Wo ist der Schorsch? So. Baff! Oh, wow. Vorsicht. Ich muss selber zu mir Vorsicht sagen, ja? Nicht schlecht. Aber es hilft nicht. Alter. Langsam, langsam, langsam. Ah, bleib doch mal auf dem Streifen, du blöde Karre. Ich glaube, der Pilot ist besoffen. Zwar nicht ich, aber der Pilot da drin. Ah, nein! Das war jetzt das Glück des Dummen, das jetzt nicht. Das war das Pech von mir. Checkpoint! Achtung, ich bin gleich K.O. Oh, das war's. Yeah! Das ist echt eine ganz andere Hausnummer als F-Zero Original. Vor allem, wie gesagt, die Energie geht schneller leer. Die geht zwar auch schneller wieder voll, wenn wir hier auf diesen Streifen, auf diesen Energiestreifen gehen, aber sie geht auch leider Gottes schneller leer. Insgesamt, unterm Strich, ergibt sich so ein kleiner Nachteil. Uiuiui. Nicht auf die Rampe jetzt. Oh Mann. Auto! Alter, der fährt nicht.
Der fährt nicht so, wie ich will. Und wieder um 2, 3, genau. Und ja. Das muss man erstmal schaffen. So scheiße zu fahren wie ich, das muss man erstmal, ne? Ich versuche es noch einmal, wenn es jetzt nicht klappt, dann change ich den Kurs und gehe dann nochmal auf den letzten, auf Silence 2 über, um euch den auch nochmal in voller Blüte zu präsentieren. Oder besser gesagt, ich versuche ihn euch zu präsentieren, wenn ich überhaupt eine Runde schaffen sollte. Und ja, warum passiert mir das nicht dem Computer? Jetzt mal ganz neugierig nachgefragt. Wüsste ich auch mal ganz gerne. Weil der Computer cheatet. Würde mir nie einfallen. Nein. Ja, muss immer ein Spiel, wo man keine Safe States unbedingt braucht. Ich glaube, ich lasse mir ein T-Shirt drucken. Grandmaster Safe State. So, Pull! Pull, Pull! Volle Pulle! Das ist ein Scheiß, eine Scheißstrecke, wirklich, Freunde. Man hätte ein bisschen Übung, hätte ich das jetzt auch, aber ich habe es nur mal kurz angespielt. Vor einigen Wochen ist das jetzt auch schon her, als ich mein Coming-Up-Video gemacht habe. Das war alles sehr wenig. Power da. Ja, genau! Fuck you. Und tschüss. Okay, wir lassen das mal gut sein und gehen auf den letzten Kurs. Silence 2. Oh, was ein Blöder. Ja. Ja, ich sag's mal. Die Nintendo-Jane hatten recht gehabt. Wir europäischen Durchschnittsspieler sind einfach zu dämlich. Da spreche ich jetzt einfach mal nur für mich. Oh, das ist jetzt wieder Sturm. Wir sind einfach zu blöd dazu. Wir haben nicht das nötige Feingefühl in der Hand, um das hier richtig über die Bühne zu bringen. Und selbst im leichtesten Schwierigkeitsgrad, da war Mute City und Big Blue und Sand Ocean 1, das war alles noch sehr einfach, und aber danach hat es völlig abgerissen. Oh Gott, Beschleuniger auch noch. Oh meine Güte. Das gibt wieder ein schönes, kurzes Projekt. Aber meine letzten Projekte waren allesamt Kurzprojekte. Das liegt einfach daran, weil ich im Moment jetzt nicht so die Zeit habe, um hier Langzeitprojekte zu machen mit irgendwelchen 40, 50 Parts. Aber falls dann mal wieder Zeit und auch Lust ist, dann kommt natürlich auch wieder was Längeres. Keine Frage. Gott, bin ich schwach. Gott, bin ich wach! Das ist ja erschreckend! Alter! Na, Beschleuniger verpasst! Energie, 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 Energie! Wo ist denn das andere Auto hier? Mein Gegner. Der ist bestimmt schon eine Runde vor mir. Der überrundet mich gleich. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Junge, ja, Power Down, sicher da, sicher. Au, Mann. Power, Power, Power. Mir wäre es ja schon ein Vergnügen, wenn ich überhaupt ins Ziel käme. Ist eigentlich egal, ob erster oder zweiter, überhaupt mal die Runden hier abzufahren. Das ist ein schlechtes Auto. Ich glaube, ich nehme das nächste Mal ein anderes. Die Straßenlage ist unter aller Kanone irgendwie. Ich weiß, das ist eine Ausrede von mir. You lost! Ha, beim Ziel, ja, super. Yes! Oh, und eine Runde unter 20 Sekunden. Respekt. Ich weiß, für mich war es gut. Für die Allgemeinheit, ja, schlechter Durchschnitt. So. Würde sagen, das war's, ne? Ich glaube, da kommt nichts mehr. 5 Strecken nur, das ist ziemlich klein, die Version. Und ich würde sagen, zum Abschluss spielen wir nochmal Big Blue, weil es so Spaß gemacht hat, so als Rausschmeißer.
und weil die Musik so geil ist. Da 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 da. Bip 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 di 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 du 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 du. Während ich hier so fröhlich vor mich her sang, gesungen habe, oder sang, sing-sang, wurde ich schon wieder von diesem kleinen, miesen Sack überholt. Aber er ist so halbwegs in Sichtweite. Da vorne ist er. Da vorne ist er. Da vorne ist er. Guck, guck, guck. Ich hab dich gleich. Ich hab dich gleich. So, den ramme ich jetzt mal. Achtung. Und baff. Ja. Zack. Hey, du rammst zurück. I ram you. I ram you gleich nochmal. That you slide over the Linie and exploding into the water abgrund. So. Then you will say, I ram this orange car not again, because I ziehe den kürzeren. So. Gott. English for runaways. Na, na, na. So. Uffeke. War alles beabsichtigt, ich wollte es nur spannend machen. Natürlich. Natürlich. So, letzte Runde! Und der nervt schon wieder da hinten. Guckt euch das an. Check! Wenig Energie hier in diesem Level. Kurze Energiestrecke nur. Das heißt, ich muss jetzt hier, ich darf jetzt nicht mehr so allzu große Fehler leisten. So, pow! Pow! Aber das sieht gut aus. Schön. Schön geschmeidig. Ja. You won. Heißt das nicht you win? Ja, ist Vergangenheitsform. Du hast gewonnen. Nicht du gewinnst, du hast gewonnen. He, she, it is. We are, you are, they are. I am, you are, he, she, it is. We are, you are, they are. Ah, schön im Englisch, ne? So, we end the game und ja. Das war ein kurzes Projekt, aber es gibt eben nicht viele Levels bei F-Zero 2 und immerhin haben wir sie alle gesehen, auch hey, wenn ich den Grand Prix gerne zu Ende gefahren hätte, aber dazu fehlt mir noch ein bisschen die Praxis. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich ein bisschen üben und in einem schönen Let's Play again euch dann mein fahrerisches Können voller Stolz präsentieren. Das kann was werden, vielleicht auch unter Alkoholeinfluss. Naja, mal sehen. Jetzt sage ich auf jeden Fall Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut.